Und wieder zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Pokémon Mystery Dungeon. Quatsch, Blödsinn. Nein, nicht Pokémon Mystery Dungeon, sondern Show Puppet Dance Performance. Und auf der Seite ist auch nichts. Meine Güte. Hier ist auch nichts. Okay, ist echt schön. Es freut mich immer, wenn ich Wege ausschließen kann. Flandre geht auch auf die 40 zu. Das ist auch schön. Okay, du hast mich aber schnell analysiert. Ob das denn auch funktioniert? Ich weiß nicht. Flandre. Ich sollte sie eigentlich nicht gegen Wasser kämpfen lassen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, warst du auch Dark Light, okay. Ist also nicht so schlimm. Bloody Storm. Aqua Cutter. Critical Hit. Und Bloody Storm. Sehr schön. Nituri. Du fängst hier einen Star Player. Was nicht sehr effektiv ist. Okay, gut zu wissen immerhin. Au. Ja. Danke, Nituri. Dafür kriegst du jetzt einen elektrischen Schlag. Von Nue. Na toll. Jetzt ist Flandre wieder kampfunfähig. Du dumme Sau. Was sollte denn das? Okay, da geht's also auch weiter. Meine Güte. Rika, hey. Und tschüss. Auch mal wieder, haben wir Rika auch mal wieder im Kampf gesehen. Und ich gehe zurück und heile mich. Und ja, Flandre kommt wieder von Position 1 runter. Ist offensichtlich auch noch nicht so ganz bereit. Wenn Flandre K.O. ist, bekommt sie keine Erfahrungspunkte und das kann ich mal gar nicht zulassen. Mein Flandre braucht die Erfahrung. Und mein Güter. Ja. Weg ist zu weit. Weg ist zu weit. Zu weit und zu verwirrend. Wir sind da. Sehr schön. Ja, ich hätte gerne mal sowas wie Wiederbelebungs-Items, so ein Beleber. Aber das kriege ich einfach nicht zu kaufen. Das ist sehr schade. Naja. Erkunden wir mal weiter. Sind ja auch schon fast wieder an der Stelle, wo wir vorhin waren. Genau, hier noch vorbei, noch vorbei. Übers Wasser wird es wahrscheinlich schneller gehen. Naja. Jo. Jo. Es gibt sogar ein Nutzerhandbuch. Na gut. Hey, Wiggle. Du bist uninteressant. Ghost Wave. Ja. Reicht mal wieder vollkommen aus. Und Rumia. Rumia. Energy Absorb. Das sollte auch reichen eigentlich. Genau. Level 46 zu Level 32, meine Güte. Ja. Da hilft dir das, dann hilft der Ratgeber auch nicht weiter, aber. Ich denke immer, bei den einzelnen Steinen könnte wunderbar ein Item versteckt sein, aber es ist nie der Fall. Skillcard. Nummer 40 ist. Resistance. Okay. Interessant. Und Hattertail möchte kämpfen. Und setzt Eier ein. So irgendwie vorhersehbar. Und ich weiß auch schon, wer als nächstes kommt, nämlich Hattertail. Hattertail. Wie auch immer.
Da. Da ist sie. Und auch gleich wieder weg. Weil Yuko one-shottet einfach alles und jeden. Selbst wenn ihre Attacken nur normal effektiv sind. Und Flandre Level 40. Meine Güte, Flandre. So langsam musst du aber auch noch was können. Naja, egal. Ihr möchtet nicht kämpfen. Was soll denn das? Hey, kämpft gefälligst gegen mich. Also nicht ihr im hohen Gras. Auch wenn du ziemlich knuffig bist, Henshi. Wie du da auf deinem Stein hängst. So. War ich hier schon mal? Oh, Hilfe. Dieses Gebiet ist riesengroß. Wehe hier in der Richtung ist jetzt nichts. Ich bin aber auch zu faul, um Schutz zu aktivieren. Hä, meine Güte. Hier ist nichts. Dankeschön, Spiel. Immer diese Orte, wo nichts ist, da könnte man so wunderbar irgendwelche Items platzieren. Von mir aus platziert da irgendeinen Müll, aber platziert irgendwelche Items an solchen Stellen. Ansonsten sind solche Wege einfach nur sinnlos. Und ich kann schon langsam nicht mehr sprechen. Ich nehme hier den ganzen Tag auf. Ein Video nach dem nächsten quasi. Oh. Und ich kann nicht mehr. So langsam. Aber egal. Wir kämpfen weiter. Ja. Noch jemand aus der Puppet Liberation Front. Oh. Eine süße kleine Sunflower Fairy. Ah ja, du bist uninteressant. Na, ich werde müde. Warum auch immer, es ist gerade mal 10 vor 8. Hallo Komachi. Und tschüss Komachi. Nein, du überlebst eine Attacke von Yuyuko. Unglaublich. Unglaublich. Aber Yuyuko an der Spitze zu haben ist cool, die kannst du immer wieder heilen. Schon wieder ein Level Up. Alter. So langsam werden mir das ein bisschen viel Level Ups. Ich bin wieder bei Misty Lake? Okay, wenn ich hier runtergehe, komme ich nicht wieder zurück rauf. Das mache ich ganz sicher nicht. Dann würde ich mal sagen, ist dieser Screen zu Ende erforscht. Und ich kann zum nächsten Screen übergehen. Oder? Nein, hier ist noch was. Hier, war ich hier? Ja, hier war ich. Ich war schon ganz durcheinander mit den vielen Wegen. Mit dem Fahrrad. Ich bin froh, dass ich das Fahrrad habe. Damit geht es wenigstens ein bisschen schneller. Da war nichts mehr. Sehr gut. Ja doch, dann haben wir das hier. Dann können wir jetzt auf den nächsten Screen. In diese Richtung hier. Nach Mayohiga. Hier ist eine Katze. Miau. Ah, ich sehe schon jede Menge zu erkunden. Miau. Prismatic Candy. Sehr nice. Okay. Ja. Offensichtlich ein Versteck der Puppet Liberation Front. Okay. Wieso nicht? Ich wüsste aber trotzdem gern mal, wo ich hin muss. Liebes Spiel. Wo muss ich als nächstes lang? Vielleicht bekomme ich Antworten, wenn ich den Standort hier mal ein bisschen auf den Kopf stelle. Ja, war nur Zufall, dass ich hierher gefunden habe. Shen! Lange nicht gesehen, aber du bist noch auf Level 30. Du bist selbst mein schwächstes Teammitglied, ist 10 Level über dir. Hakurei Shinshu. Was ist das denn?
Oh, Topbeleber quasi. Hier ist sehr schöne, sehr entspannte Musik. Ja, ihr versteckt euch in Mayuhiga. Und tut das. Und tut das, wenn ihr Lust darauf habt. Da, 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 da. Ghost Wave. Nicht sehr effektiv, ist mir relativ egal. Was will das Vieh schon gegen mich ausrichten? Ja, wie gesagt. Was will es dann gegen mich ausrichten? Ich bin 16 Level höher. Und das ist nicht meine Schuld. Ich nehme nur jeden Gegner mit, der mir hier vor die Flinte kommt, aber das ist halt auch das, was man üblicherweise so tut. Und man levelt wie Sau. Ja, dadurch, dass immer alle die Erfahrungspunkte kriegen, ist das schon ziemlich interessant. Wow. Und der nächste hat Level 50 erreicht und Rika ist auch schon kurz davor. Und der nächste Kampf. Ende Boss of the Sideout. Okay, wir haben den Boss gefunden. Was kannst du denn? Und jetzt auf einmal bin ich auf Level 50. Nein. Schade eigentlich. Wäre schön gewesen, wenn die wenigstens Level 40 oder so hätten. Ja, es gibt so ein paar Storykämpfe, wo die Level angemessen sind. Teilweise sogar ziemlich hoch. Teilweise 15, ja, aber sie sind halt einige Level über den normalen Gegnern. Aber die normalen Gegner sind echt ein bisschen zu schwach. Im Moment. Naja. Miau. Oh, wie süß. Sind überall Katzen. Miau. Und ich spreche jede Katze an. Auch wenn sie nur Miau sagen. Hiko. Greift Shen an und verschwindet dann wieder. Ui, Pace of the Frog. Frog. Warum will ich immer Frog sagen? Miau. Ein Haus. Skillcard 35. Was ist denn Nummer 35? Charging Stun. Ah. Miau. Sagen immer alle Miau. Miau. Oh. Das ist ein ganz random Encounter. Mayuhiga. Interessant. Müde. Und da kommt meine Katze auch wieder. Ja. Ja, na komm. Genau. Ich feines Puschelchen. Ja. Mariechen, du willst jetzt wieder vor den Monitor laufen, ne? Hey, lass dich ansprechen. Miau. Ja. Das ist ein Mikro. Ne? Busche? Ja. Ja, fein. Meine Güte. Ja. So, gehen wir mal weiter. Ey, Shen. Miau. Miau. Ja. Ach ja, ich finde die Musik hier gerade sehr entspannend. Und wir sind tatsächlich bei Shen. Aha, die... das Menschenmädchen, das Lady Yukari erwähnt hat. Das mich so lange hast warten lassen. Ich war schon da kurz davor zurückzugehen. Ja, ziemlich plötzlich vielleicht, aber das ist von Lady Yukari. Gott, Get Map. Ich bekomme jetzt mal eine Map. Das ist sehr früh im Spiel. Für eine Karte. Das ist eine... ja, eine Karte halt.
Ey, anscheinend kannst du, wenn du das verwendest, überall dahin gehen, wo du schon mal warst. In ja. Lady Yukari hat gesagt, das ist ein Schlüssel-Item, also vergiss es nicht. Verstanden? Du solltest Lady Yukari dankbar sein. Das bin ich. Das bin ich sowas von. Und ich werde hier mal speichern und ein paar beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Jetzt haben wir die Karte. Endlich. Juhu. Jo, bis dahin. Ciao, ciao.